Mein Name ist Nina Leitner. Ich arbeite als Passenger Service Agent am Flughafen Salzburg. Im Wesentlichen umfassen unsere Aufgabenbereiche alles, was mit Passagieren zu tun hat. Wir begrüßen die Passagiere am Check-in, wenn sie zu uns kommen und ihr Gepäck einchecken möchten. Der Passagier gibt uns einen Pass oder einen Ausweis. Wir stellen fest, ob die Buchung richtig durchgeführt wurde und geben einen Aufkleber auf sein Gepäck, damit es auch richtig ankommt, übergeben ihm die Bordkarte. Dann kann er auch schon Richtung Sicherheitskontrolle weitergehen. Die nächste Station wäre dann das Boarding. Wir scannen eben die Bordkarten und kontrollieren auch immer den Ausweis dazu. Es gibt noch einen Kollegen, der steht am Vorfeld und kontrolliert, ob alle Passagiere in die richtigen Eingänge finden. Dann gibt es noch einen dritten großen Aufgabenbereich in unserem Job. Das ist das Lost and Found. Das heißt, wenn ein Passagier bei uns ankommt, kann er sich gerne an uns wenden, wenn sein Koffer kaputt ist oder wenn er einfach nicht aufgetaucht ist, was leider ab und zu vorkommt. Die Tätigkeit macht mir sehr viel Spaß, weil wir viel Kontakt zu Menschen haben. Da lernt man sehr viel fürs Leben dazu. Es sind immer wieder verschiedene Personen, verschiedenen Alters, verschiedener Herkunft dabei, was ich noch in keinem Job zuvor so erlebt habe.